Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Das Thema des heutigen Videos ist das Tourcard-Rennen. Wer kämpft um seine Tourkarte bis Ende des Jahres? Und darum soll es heute gehen. Bevor es losgeht, lasst dem Video doch gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten schaut auch gerne auf Instagram vorbei, ist alles verlinkt in der Beschreibung. Und da würde ich sagen, legen wir los mit ein paar Erklärungen. Grundlegend muss man natürlich erklären, die Tourkarte kann man sich Anfang des Jahres entweder bei der Q-School erspielen oder man kann auch über die Challenge Tour oder Development Tour eine Tourkarte bekommen. Und dann ab der WM eines Jahres, also immer wenn die WM vorbei ist, ab dann hat man 2 Jahre Zeit, diese Tourkarte zu behalten. Und wie schafft man das? Indem man in die Top 64 der Weltrangliste kommt, indem man natürlich sein Preisgeld einspielt und das fließt dann in die Weltrangliste ein. Und wenn man dann nach diesen 2 Jahren wieder Cut-Off nach der WM in den Top 64 ist, dann erhält man seine Tourkarte für ein weiteres Jahr. Das sind erstmal die grundlegenden Infos. Dann kommen wir mal zum Bildschirm, was man bei mir hier sieht. Die ganzen Spalten hier und so, das ist alles auch auf den ersten Blick vielleicht relativ unübersichtlich, aber es ist gar nicht so schwer. Erstmal zu den Farben. Wir haben hier einmal die orangenen Farben bzw. Spieler. Und das sind Spieler, die keine Tourcard haben, aber trotzdem irgendwie Preisgeld eingespielt haben, als Nachrücker zum Beispiel. Und das sind Spieler ohne Tourcard. Das heißt, sie können sie auch nicht verlieren. Für unser heutiges Video ignorieren wir die orangefarbenen also erstmal. Dann haben wir die grünen. Und das sind Spieler, die ihre Tourcard erst Anfang diesen Jahres erspielt haben und eben die auch noch nicht verlieren können nach diesem Jahr. Das heißt, auch um diese Spieler werden wir uns nicht kümmern. Die haben nämlich noch 1 Jahr mehr Zeit, die Tourkarte zu behalten bzw. ja, sich die zu erspielen für ein weiteres Jahr. Das heißt, auch auf die Grünen gucken wir in diesem Video nicht. Auf welche Spieler wir gucken, sind die Grauen. Und das sind nämlich Spieler, die vor 2 Jahren ihre Tourcard erspielt haben eben, vor 1,5 Jahren beziehungsweise, und jetzt noch nicht in den Top 64 der Welt sind. Ihr seht schon, bei der 64, ab da werden die Spieler grün. Und es ist jetzt eine Rangliste, die prognostiziert ist für Ende des Jahres nach der WM. Also es ist schon alles reingerechnet, theoretisch, was man erspielen könnte oder was man schon sicher hat, besser gesagt. Und da ist eben diese Rangliste bei rausgekommen. Ihr könnt die sehen bei dartsrankings.com, eine Seite, wo wir oft zusammen unterwegs sind. Und da müsst ihr hier oben einfach, wenn ihr hier die Spalten habt oder das Menü habt, müsst ihr hier auf Other gehen und dann auf Tourcard Race. Und dann kommt ihr hier hin und könnt sehen, auch immer live, wenn Events sind, wie viel Preisgeld die Spieler eingespielt haben und wie sicher sie eben die Tourkarte haben oder wie weit sie noch rankommen müssen. Das soll es erstmal gewesen sein mit den Erklärungen, wobei ich kann nochmal hier auf die verschiedenen Dinger hier eingehen. Das steht ganz einfach für das Preisgeld, was prognostiziert ist für nach der WM. Da haben wir das garantierte Preisgeld, was sie sicher haben. Wenn sie jetzt zum Beispiel kein einziges Event mehr spielen würden, dann hätten sie garantiert noch dieses Preisgeld in der zweiten Spalte sicher. Dann haben wir hier das schon sichere Preisgeld für die European Tour, wenn man da qualifiziert ist, sieht man hier zum Beispiel bei Robert Owen, hat sich für ein European Tour Event qualifiziert und für die erste Runde bekommt man eben 1.250.000 Pfund. Und dann geht es weiter mit dem World Grand Prix. Jetzt kommen die ganzen Majors, also haben wir einmal den World Grand Prix, wenn man dafür qualifiziert ist, das sieht man bei den unteren hier nicht. Hier sieht man zum Beispiel, hat man 7.500 garantiert. Für European Championship, die Europameisterschaft in Dortmund, sieht man auch, bekommt man auch 7.500 Pfund. Grand Slam, die Players Championship Finals und World Championship, die Darts WM, das wichtigste Turnier, seht ihr also hier, das eingespielte Preisgeld, wenn man sich dafür qualifiziert und eben, wenn die Spieler hier was in der Spalte drin stehen haben, dann sind sie aktuell dafür qualifiziert, sind aber noch nicht sicher drin, es ist nur aktuell in den Ranglisten halt so, da kann sich noch was verändern. Also es haben auch noch andere Leute Chance, wenn hier jetzt zum Beispiel bei einem Adab Gablas nichts drin steht, der hat noch Chance, für sich für verschiedene Sachen zu qualifizieren. Jetzt kommen wir aber mal zu den ganzen grauen Spielern, die eben um die Tourcard kämpfen, die noch nicht so viel Preisgeld eingespielt haben. Und wir fangen bei jemandem an, beim ja eigentlich letzten Platz sozusagen. Jacques Labre hat in 1,5 Jahren jetzt nur 6,25
1000 Pfund eingespielt. Das ist über diesen Zeitraum einfach deutlich zu wenig. Spielt, glaube ich, jetzt einen jährlichen Average von 81, knapp 82 Punkten. Das ist für Tourcard-Holder einfach deutlich zu wenig. Da gewinnst du fast keine Spiele mit, nur mit Glück mal. Und das sieht man auch, das ist nicht viel, was er gewonnen hat. Und Labre auf jeden Fall jemand, der die Tourcard wahrscheinlich sehr sicher verlieren wird. Machen wir weiter mit Adrian Lewis, der seine Tourcard auch verlieren wird. Ich habe ein ganzes Video zum Comeback zu Adrian Lewis gemacht. Ist auf meinem Kanal online. Schaut da gerne vorbei, will ich gar nicht viel drüber reden. Machen wir weiter mit Callum Goffin. Auch 10,75.000 Pfund sind einfach zu wenig, als dass man die Tourcard irgendwie halten könnte. Es müsste jetzt vor allem bei Spielern in so einer Region, es müsste jetzt einen riesen Push geben für ihn, dass er auf einmal richtig, richtig gut spielt, sich für alles noch qualifiziert und selbst dann muss er noch gute Ergebnisse erbringen, vielleicht mal da einen tiefen Run schaffen, da gute Ergebnisse erzielen. Das sehe ich aktuell bei solchen Spielern einfach nicht. Machen wir weiter mit Adam Warner, dann haben wir auch noch so Robbie Knops, Christian Perez, auch das sind Spieler, die es sehr, sehr schwer haben werden, ihre Tourcard zu halten. Man kann jetzt schon mal sagen, wie viel Preisgeld braucht man denn, um seine Tourcard am Ende des Jahres zu behalten, dass man in den Top 64 der Welt landet. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 80.000 Pfund. Das heißt, 80.000 Pfund musst du einspielen. Das heißt, wenn du jetzt ein Robbie Knops bist, musst du noch knapp 66.000 Pfund einspielen über dieses restliche halbe Jahr. Und wenn man es über eineinhalb Jahre geschafft hat, gerade einmal 14.25.000 einzuspielen, sind 66.000 einfach unrealistisch, muss man so sagen einfach. Und deswegen sind auch Spieler wie Christian Perez oder Adam Warner, Robbie Knops, das sind Spieler, da muss eben dieser riesige Durchbruch kommen, ansonsten wird das Richtung Tourkarte eher nichts. Und auch die Region hier um Danny van Treib, Ronnie Heilbrechts, Gerd Nentjes, Owen Roloffs, Adam Smith Neal, der sowieso seine Tourcard verlieren wird, weil der suspendiert ist, noch bis Ende des Jahres. Also der wird die sowieso verlieren. Und Josh Payne, auch das sind Spieler, für die es gefühlt unmöglich wird, jetzt noch hier so um die 60.000 Pfund Preisgeld einzuspielen. Muss, wie gesagt, was Großes passieren. Ich will es nicht ausschließen, aber aktuell, auch wenn man die Namen hört, das sind ja jetzt nicht Namen, die irgendwie große Schlagzeilen schreiben oder so. Das ist eben das Problem. Spieler, die einfach noch nicht ihren Durchbruch hatten und somit einfach wenig Preisgeld eingespielt haben. Van der Velde, und dann kommen wir auch direkt zum ersten Deutschen, Pascal Rupprecht. So ein Spieler, bei dem ich mir gedacht hätte, oh, der könnte dieses Jahr vielleicht so ein bisschen seinen Durchbruch haben und richtig zeigen, was er drauf hat. Kam bis jetzt leider noch nicht. Die meisten Spiele verloren auf der Pro Tour und average-technisch tatsächlich auch nicht gesteigert. Wenn man sich das letzte Jahr anguckt, was da eben mein Gedanke war, ist, dass er viele knappe Spiele hatte und auch gerne mal über 100 gespielt hat und so. Das war auch dabei, dass er wirklich gute Spiele halt einfach knapp verloren hat und da das Preisgeld nicht mitnehmen konnte. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn er diese knappen Spiele in diesem Jahr vielleicht schafft mitzunehmen, dann hat er da eine deutlich bessere Basis, spielt einfach schon mehr Preisgeld ein, kann sich hier vielleicht für ein European Tour Event qualifizieren, ist vielleicht bei irgendeinem Major dabei, vielleicht qualifiziert er sich für die WM, vielleicht für die Players Championship Finals, ist bis jetzt aber noch nicht passiert, bei keinem European Tour Event dabei gewesen, was so in dieser Region tödlich ist, da fällst du einfach hinten raus und hast dann eben auch nur 26.500 Pfund in der Rangliste stehen, auch für Rupprecht, wenn dieser Push noch kommt, sag ich mal, dann kann es noch was werden, wenn er bei der WM dabei ist und sowas. Wenn er das vielleicht schafft über die Super League, ich weiß gar nicht, ob ist man berechtigt, im zweiten Tourkartenjahr in der Super League zu spielen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber irgendwie muss die WM her und gute Ergebnisse, vielleicht mal ein tiefer Run bei den Players Championship Events, sowas muss eben her, dass man ein bisschen Preisgeld einfach bekommt. Es geht jetzt nur noch um Preisgeld. Graham Usher kann man im Prinzip das Gleiche sagen. Nicht viel Entwicklung passiert über die letzten beiden Jahre jetzt und machen wir weiter mit Robert Owen, der letztens auf der Pro Tour einen unfassbaren Average von 115 gespielt hat, einer der höchsten Averages des gesamten Jahres, also sowas kommt mal dazu und dann hat er sich immerhin nochmal für ein European Tour Event qualifiziert. Sowas ist auch immer wichtig, wichtig kann man eigentlich zu allen Spielern, die jetzt auch noch kommen, sagen, wichtig wird die WM, dass man sich dafür irgendwie qualifiziert und die Players Championship Finals, dass du die 3.000 Pfund mindestens auch nochmal mitnimmst. Das sind ganz wichtige Faktoren. Ansonsten wird es ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, vor allem wenn man jetzt bei einem Vincent van der Voort, bei einer niederländischen Legende guckt. Er hat sich jetzt noch für kein European Tour Event qualifiziert
Und es sind ja noch 5 European Tour Events in diesem Jahr. Allerdings sind für 4 von den Events schon die Quali ist schon gelaufen. Also das heißt, ein Van der Voort kann sich nur noch für ein European Tour Event qualifizieren. Und wenn er sich dafür auch nicht qualifiziert, ja, dann wird es im Prinzip schwierig. Die Leistung stimmt nicht mehr. Die Motivation ist auch einfach nicht mehr da bei dem Vincent van der Voort, muss man einfach so sagen. Ich glaube, der hat nicht mehr so extrem Bock auf Darts. Beziehungsweise, ja, da ist die Motivation, glaube ich, nicht mehr am Start. Guter Vergleich eigentlich, wenn man mal so guckt. Auch ein Aaron Monk oder Keegan Brown, das ist einfach zu wenig, was man eingespielt hat über die letzten Jahre. Wenn man hier jetzt zum Beispiel, ich habe ja erklärt, die Orangenen sind Spieler ohne Tourkarte. Das heißt, alles, was sie eingespielt haben, war jetzt in diesem einem Jahr. Und ein Wesley Plaisir als Nachrücker auf der Pro Tour hat es geschafft, mehr einzuspielen als ein Keegan Brown. Beziehungsweise noch hat er nicht mehr eingespielt, wenn er sich für die Players Championship Finals und die WM qualifiziert. Dann hat er mehr eingespielt. Aber dass ein Nicht-Tourcard-Holder nach einem halben Jahr über dir steht, obwohl du eineinhalb Jahre Zeit hast, das ist immer ein Zeichen. Das ist einfach zu wenig. Wobei Plaisir auch wirklich, wirklich gut war in diesem Jahr, muss man sagen, als Nachrücker. 2 Finals, glaube ich, gespielt war das. Richtig, richtig gut. Kommen wir zu 3 weiteren großen Namen. Robijon Rodríguez, Menzo Suljovic. 2 Österreicher haben im World Cup Finale gestanden, sind beim Grand Slam qualifiziert, obwohl das hier nicht drin steht. Hier die Grand Slam Spalte, haben sie kein garantiertes Preisgeld. Müssten sie aber eigentlich meiner Meinung nach haben. Wenn ich jetzt einen Denkfehler habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber eigentlich müssten hier auch nochmal 3.000 Pfund mehr stehen. Ich hoffe, ich liege da richtig. Aber auch die machen jetzt nicht den Riesenfaktor. Sehr schade. Menzo Suljovic, leider wird er wahrscheinlich nach diesem Jahr die Tourkarte verlieren. Ich sehe es irgendwie nicht kommen, dass er nochmal den großen Run schafft. Auch hier für kein European Tour Event qualifiziert. Genauso wie Robijon Rodríguez. WM fehlt noch, Players Championship Finals fehlen noch. Wird ehrlich gesagt extrem schwierig. Und Menzo Suljovic wollte ja eigentlich noch ein Jahr spielen und dann seine Karriere beenden. Aber ich denke mal, leider wird ihm das schon zuvor genommen. Außer er fährt jetzt nochmal irgendwie Anfang 2025 zur Q-School, holt sich die Tourcard und spielt dann nochmal ein Jahr und macht dann Schluss. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, das sind ja 2 Spieler, für die es extrem schwierig wird. Ich habe schon gesagt, WM-Pflicht, dass man sich dafür qualifiziert, da vielleicht mal einen guten Sieg mitnimmt und so, ein tiefer Run oder ein Sieg bei einem Pro-Tour-Event, sowas sind alles Dinge, die dich sehr, sehr hoch pushen würden. Und ja, Mervyn King, auch so ein Kandidat, leider einfach nicht mehr die Leistungen gezeigt im letzten Jahr, beziehungsweise in den letzten beiden, vielleicht schon in den letzten 3 Jahren. Das war dann doch leider zu wenig, muss man einfach so sagen, auch bei ihm. Merkt man irgendwie, das Alter, glaube ich, ist auch ein Faktor, dass er jetzt einfach mittlerweile zu alt ist und körperlich vielleicht nicht mehr so fit ist, dass er die Tour noch wirklich so gut spielen und dominieren kann. Das ist einfach nicht mehr der Fall bei einem Mervyn King. Machen wir weiter. Jeffrey Sparidans wird auch schwierig, genauso wie Nick Kenny, aber der hat sich immerhin für ein European Tour Event qualifiziert. Bei den Players Championship Finals, World Championship, ist er auch mit dabei und da sieht es dann vielleicht schon mal ein bisschen besser aus. Weil wenn du jetzt hier vielleicht einen Sieg mitnimmst, dann vielleicht nochmal einen tiefen Run bei den Players Championship Events, dann holst du hier einen Sieg und da einen Sieg und das sieht schon mal ganz anders aus. Dann bist du schon mal in einer anderen Position und dann kann man gucken, dann hast du vielleicht so um die 60.000, 70.000 auf jeden Fall eingespielt und dann kann man ja hinten raus schauen, ob er es packt. Aber das ist von denen hier aus der Region aktuell bei Nick Kenny die beste Ausgangslage, würde ich sagen, für die Sachen, für die er qualifiziert ist. Daniel Klose ist auch noch relativ nah dran, Platz 70 prognostiziert aktuell und das sind dann im Prinzip nur 5 Plätze, weil, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, eigentlich kann man Jeffrey Deswan auch mit reinrechnen, weil wir haben hier auf der 54 Steve Beaton und der wird seine Karriere nach diesem Jahr sicher beenden, das heißt, er fällt raus und ein Tourcard-Platz kommt mehr rein, der wäre aktuell bei Jeffrey Deswan, das heißt, es wären hier nur noch 1, 2, 3, 4 Leute vor Klose und das ist dann vielleicht schon ein bisschen machbar. Der zentrale Faktor, wie bei allen Spielern in dieser Region, Players Championship Finals qualifizieren, WM qualifizieren, da sind die beiden Spieler vor ihm aktuell ihm etwas voraus, das heißt, das wäre extrem wichtig und gilt genau für die Spieler wie für alle. Irgendwo einen tiefen Run schaffen bei einem Pro-Tour-Event und dann könnte das was werden, wobei die Leistungen
auch nicht immer so überragend waren bei Klose. Zu wenig Siege auf der Pro Tour in diesem Jahr, ganz klar, muss man sagen. Aber vielleicht, er hat ja schon mal ein Finale geschafft, vielleicht schafft er ja sowas nochmal. Dann haben wir hier wirklich die Spieler, die sehr eng dran sind, wie einen Graham Hall, Mike Kuijvenhoven, Adam Gavlas, die kämpfen alle sehr. Und hier kommt es im Prinzip auf die Form in der zweiten Jahreshälfte an, wie gut sind sie und wie viel Preisgeld können sie noch einspielen. Das muss man dann gucken. Wir gehen jetzt aber mal ein bisschen weiter hoch. Ich hatte ja gesagt, 80.000 Pfund sind so die Grenze. Das heißt, es wäre aktuell so bei Florian Hempel. Hier drüber sollten die eigentlich alle relativ sicher sein. Hier drunter muss man auch gucken, wie viel da Bewegung noch drin ist aktuell. So ein Settler-Check ist in einer guten Ausgangslage. Ich denke mal, so ab Settler-Check, die alle sind in einer relativ guten Ausgangslage, dass sie ihre Tourkarten noch halten. Zum Beispiel in Simon Whitlock sieht man, ist mittlerweile auch echt abgerutscht, nur noch die 56 der Welt. Wenn das so weitergeht, hält er die Tourcard zwar noch für nächstes Jahr, aber danach sehe ich es ehrlich gesagt relativ schwierig für Whitlock. Aber darauf gucken wir jetzt gar nicht. Ich würde von meiner Prognose also sagen, bis Settler-Check, wenn die halbwegs gut abliefern, dann sollten sie ihre Tourcard behalten. Der richtige Kampf ist dann so hier Ryan Meikle bis, ja, vielleicht so bis Nick Kenny. So in die Region, das wird hier, glaube ich, ein großer Kampf, wer sich da die Tourcard hält. Gibt für mich echt so ein bisschen Abstiegskampf-Vibe, wenn man das mal so auf den Fußball vergleicht. Also das ist, Tourcard-Rennen ist Abstiegskampf, wenn man das so will. Deswegen, ich will jetzt hier gar nicht so viel mehr prognostizieren, aber das wäre so meine Einschätzung, würde ich sagen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir ansonsten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da, das ist auch ganz wichtig. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.